Welche Taktik ist die richtige für mich? Beziehungsweise wie kann ich es schaffen, nicht immer eine Taktik zu verwenden, die schon jeder verwendet? Und letztendlich, wie schaffe ich es auch, den Rat, den ich so von allen Seiten bekomme oder die Infos oder die neuesten Strategien so einzuordnen, dass sie für mich passen? Und dazu würde ich dich einladen, einfach mal mit auf meinen Bildschirm zu kommen, dass wir uns mal gemeinsam angucken, was ich damit meine. Bei vielen Kunden oder Agenturen generell sieht es, bevor wir zusammenarbeiten, grundsätzlich so aus, dass wir eine hohe Umsatzschwankung haben, je nachdem, ob gerade neue Kunden dazukommen, wir die Projekte abarbeiten oder die Projekte dann auslaufen und wir wieder mehr Zeit für Akquise haben, nicht unbedingt wissen, was wir in dieser Zeit machen sollen und dann wieder neue Kunden gewinnen, meistens dann doch über Empfehlungen und dann geht das Ganze wieder auf und ab. Und das Ziel ist es, genau dort rauszukommen. Also ich möchte dir hier in diesem Video zeigen, wie du nicht letztendlich nur mehr Kunden bekommst oder nur die Projekte besser abarbeitest, sondern das gesamte Konstrukt so machst, dass du planbar nachhaltig wächst. Das ist halt super, super wichtig. Und das ist erstmal das Symptom oder das, wo wir Kunden grundsätzlich helfen. Und warum das so ist, sind zwei Punkte. Das eine ist, es gibt super viele Infos. Jeder redet was anderes. Es gibt, manche sagen, mach Sprachnachrichten, mach Chatbots, mach irgendwie, pfleg deinen Blog, kümmere dich um die Kundenprojekte, wie finde ich jetzt den Wunschkunden, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, meine Preise sind zu hoch oder zu gering oder ich bin zu vergleichbar, meine Kundenprojekte sind zu gut oder zu schlecht. So viele verschiedene Dinge und es herrscht einfach komplettes Chaos. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, eine Taktik nimmt ab, je länger sie existiert. Sag ich mal, vielleicht vor 5 Monaten oder vor einem Jahr waren Sprachnachrichten auf LinkedIn und Instagram noch voll geil. Du konntest da super easy Kunden gewinnen. Doch sein Geschäft auf einer Sprachnachricht aufzubauen oder auf einer Taktik generell ist sehr, sehr risikobehaftet. Denn letztendlich, die Taktik wird entdeckt und ist sehr effektiv, weil sie so neu ist, wird optimiert, aber dann es wird immer besser so, aber dann übernimmt sie die Masse und jeder macht dann Sprachnachrichten und die Effektivität nimmt ab. Also Taktiken haben immer Lebenszyklen. Und ich würde mein Geschäft niemals auf Taktiken aufbauen, sondern auf Prinzipien. Immer auf Prinzipien, die sich so gesehen nicht ändern. Und deswegen lass uns mal anschauen, was sich niemals ändern wird. Was sich niemals ändern wird, ist, dass Menschen Herausforderungen haben, für die sie eine Lösung haben wollen. Außerdem, dass um so zu formulieren, die Herausforderungen an sich ändern sich. Also früher war es irgendwie, dass die Pferde schlapp gemacht haben nach 20 Kilometern. Heute ist es, dass irgendwie der Tank leer ist. Aber dass man von A nach B kommen will, das ist die Herausforderung, das ändert sich nicht. Das Prinzip ändert sich nicht, die Herausforderungen inhaltlich ändern sich natürlich. Und das auch zum Thema Taktiken wieder, wenn jeder mit derselben Farbe malt, fällt man nicht mehr auf. So, und wir suchen generell immer nach Anomalien in Mustern. Wir versuchen immer letztendlich, also du als Agentur solltest immer versuchen, nicht mit derselben Farbe zu malen wie jeder andere. Sprich, nicht dieselben Herausforderungen zu lösen wie jeder andere und auch nicht dieselbe Taktik zu verwenden wie jeder andere. So, wie geht das? Grundsätzlich ist das Ziel, dass du die Marketingprozesse, die Akquiseprozesse und die Projektprozesse so standardisiert und automatisiert hast, dass du wie am Fließband wirklich Kunden gewinnen kannst, Kunden abschließen kannst und Kunden erfolgreich machen kannst. Und nur das, also dein Unternehmen sollte auf Prozessen basieren und nicht unbedingt auf Mitarbeitern. Und so ist auch möglich, 50, 80, 100.000, auch 200.000 Euro Monatsumsatz zu machen mit einer super leanen Struktur. Nicht alles für jeden zu machen, sondern super lean und clean das Ganze aufzusetzen. Und wie funktioniert das Ganze? Das haben wir ja in dem Video oder beziehungsweise hier auf diesem Kanal oder generell schon häufig erwähnt. Anstatt alles für jeden zu machen und eine Bauchladenagentur anzubieten, kannst du bei der Positionierung anfangen und zum Beispiel nur Mandantengewinnung für Scheidungsanwälte machen mit Google Ads und einer Landingpage. Das heißt, es geht nicht um mehr Kunden und mehr Umsatz durch generelles Online-Marketing oder Webdesign, sondern es geht darum, wie schaffst du es, planbare Mandantengewinnung zu machen durch Google Ads und einer Landingpage. So, und der Kunde in dem Moment weiß noch gar nicht, dass es unbedingt um eine Agentur geht, sondern eben ist einfach nur wichtig, dass du letztendlich die Ergebnisse lieferst. Und Google Ads und eine Landingpage sind sehr, sehr simpel umzusetzen
Und dementsprechend kann man das Ganze auch gut skalieren. Oder mach es zum Beispiel wie Sebastian. So, er hat letztendlich eine Berufskammer genutzt, um als Zielgruppenbesitzpartner, um ohne Outreaches, Briefe, Anrufe oder Werbeanzeigen Kunden gewinnen zu können. Das heißt, auch da wieder, er hat nicht mit derselben Farbe gemalt wie alle anderen, also nicht dieselbe Taktik verwendet, sondern sich das Prinzip zunutze gemacht. Leute sind generell online und werden wahrscheinlich für die nächsten Jahre auch noch online sein. Und lasst mich doch einfach dort auftauchen, wo meine Zielgruppe schon ist. Also warum muss ich selbst eine Social-Media-Reichweite aufbauen, wenn ich nicht einfach Zielgruppenbesitzpartner nutzen kann? Also Leute, die meine Zielgruppe schon haben, um damit einfach letztendlich, also sag ich mal, Leute, die schon was an der Zielgruppe verkaufen, aber eben nicht dasselbe Angebot haben, nicht die zu dir in Konkurrenz stehen, warum nicht mit denen einfach diese Reichweite mit zu nutzen machen und damit Kunden zu gewinnen? Und das sind letztendlich Dinge, die können dann, also diesen Akquiseprozess können auch natürlich Mitarbeiter für dich umsetzen, das ist natürlich auch sehr automatisiert. Und so kannst du es letztendlich schaffen, also wenn du wir haben jetzt mehrere Bestandteile uns angeguckt, eine ist die Positionierung, sollte nicht dieselbe Farbe sein wie alle anderen, also nicht, wenn jeder irgendwie für, weiß ich nicht, Rechtsanwälte oder für Handwerker irgendwelche gewissen Sachen macht, macht nicht genau dasselbe, was alle anderen machen, sondern versuche immer eine andere Farbe zu malen, sprich eine tiefere, bessere Positionierung zu finden. Dann, wenn es um die Marketingkanäle geht, versuche nicht den Marketingkanal zumindest, den alle machen, nämlich Kaltakquise oder Sprachnachrichten oder was auch immer, sondern versuche einen anderen Marketingkanal zu finden. Und dann letztendlich, schauen wir uns mal Barbara an, versucht durch gute Prozesse, durch Onboarding-Funnels und durch andere Maßnahmen die Qualität der Kundenergebnisse zu erhöhen, aber deine eigene Zeit zu verringern. Also sie arbeitet 4 Stunden am Tag, macht aber trotzdem einen Umsatz von 15.000 oder 20.000 Euro Umsatz pro Monat. Und viele arbeiten, 8 oder 10 Stunden und machen nur 3.000 Euro Umsatz. Also sie hat es sehr, sehr effektiv geschafft, ihre Dienstleistung zu produktisieren, also ein Produkt aus ihrer Dienstleistung zu bauen, um eben sehr, sehr gute Ergebnisse für ihre Kunden zu liefern. Und das ist letztendlich das, wo wir auch bei helfen und wo ich dir so gesehen sagen kann, hey, schau dir mal an, dass du diese Sachen, die ich jetzt gerade hier in dem Video gezeigt habe, für dich sortiert kriegst. Also das Marketing, die Akquise und die Prozesse. Und mit diesen 3 Gedankenanstößen, sage ich mal, also versuche es zum Fließband zu machen und versuche es letztendlich so zu bauen, dass du einfach Sachen immer wieder machen kannst, dass möglichst viel Bullshit rausgeworfen wird an Kunden, die nicht so gut zahlen oder Preise, die zu gering sind und so weiter. Wenn du es so clean und lean hinkriegst und dann Zielgruppenbesitzpartner nutzt, eine bessere Positionierung nutzt und deine Dienstleistung produktisierst, kriegst du eben sehr, sehr gute Ergebnisse hin. Wenn du jetzt wissen willst, wie das Ganze funktioniert, dann trag dich hier unter diesem Video einfach mal für einen kostenlosen Coaching-Call ein. Und dort kann ich dir zeigen bzw. besprechen wir, also entweder ich oder einer aus meinem Team, mit dir gemeinsam, was deine nächsten Stellschrauben sind, damit du einfach aufs nächste Level letztendlich kommst, damit du einfach die nächste Entwicklungsstufe mit deiner Agentur erreichst, um planbarer und messbarer und nachhaltiger Kunden für dich zu gewinnen, deine Projekte zu automatisieren und zu verbessern, dass du einfach nachhaltig wächst und nicht mehr dieses Auf und Ab hast. Das war's von meiner Seite zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest aus dem Video mitnehmen und dann würde ich dir sagen, viel Spaß in deiner persönlichen Beratung. Bis dahin, dein Alex.